Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Pasta auch zu. Da bescheuerte Kategorie, aber egal, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Wir machen jetzt ein trockenes Tomatenpesto. Wie das geht, verrate ich euch jetzt. Ja, trockenes Tomatenpesto. Das klingt erstmal nach Tomaten und nach trocken. Und das ist auch so, denn die Grundsubstanz sind natürlich getrocknete Tomaten. Das Schöne ist, dass dieses Pesto, anders als das normale Pesto, was ihr so kaufen könnt oder auch selber herstellen könnt, mit Öl ist. Hier muss das Öl erst später ran. Das ist quasi, wenn ihr wollt, so ein Grundstock, ein Pesto-Grundstock, den man nachher dann mit Öl entsprechend anbrät oder aber auch in saure Sahne, Creme Fraiche oder Schafskäse als Dip machen kann. Wir brauchen da gar nicht so viel Zeug für. Wie ihr seht, passt alles auf einen Teller. Wir haben 200 Gramm Mandeln, wir haben 100 Gramm getrocknete Tomaten. Wichtig, dass ihr da die getrockneten Tomaten und nicht die in Öl, weil sonst ist ja kein trockenes Pesto mehr. Kann man daneben hauen. Ja? 2 Esslöffel Salz, 1 Esslöffel Thymian, 5 Esslöffel Basilikum, 5 Esslöffel Oregano, jeweils getrocknet. Dann haben wir hier einen Esslöffel Knoblauchgranulat und einen Esslöffel bunten Pfeffer. Ihr könnt zum Beispiel auch noch andere Gewürze dazugeben, Hauptsache sie sind trocken. Euer Kessel sollte übrigens auch innen ganz trocken sein, damit sich jetzt gerade auch diese Kräuter, die getrockneten Kräuter, nicht am Kesselrand festsetzen. So, auf geht's. Das Ganze wirklich kommt eins zu eins genauso in den Kessel. Ja, wir haben das ganz nett gemeint hier, das alles auf einem Teller anzurichten, damit wir euch das schön einblenden können. Ich habe jetzt natürlich das Problem, wie bekomme ich diesen ganzen Kladderadatsch hier in den Kessel, ohne zu viel daneben zu werfen. Aber das passt schon. Läuft. Alles drin. Deckel drauf. So, und jetzt wird's spannend. Dieses Rezept ist ein Rezept aus unserem Wunderkessel-Forum. www.wunderkessel.de hat eine Userin reingestellt und ihr solltet genau das tun, was sie da schreibt. Und das werde ich jetzt auch tun und ich hoffe, es funktioniert. Sie sagt, zerkleinern mit Sichtkontakt, bis das einigermaßen cremig ist. Keine Zeitangabe dazu. Das werde ich jetzt machen. Also, ich schalte jetzt auf 10 und dann gucke ich mal rein, was passiert. Ich werde aber trotzdem erstmal ganz kurz den Messbecher noch aufsetzen, damit mir der Kram nicht um die Ohren fliegt. Ein bisschen fliegt. Mhm. Also ich denke, das ist das, was sie meinte mit cremig. Ne? Also dass es so ein bisschen, ja, so eine entsprechende Konsistenz hat, aber nicht zu pudrig ist. Ne? Das sieht doch vernünftig aus. Ihr könnt das jetzt folgendermaßen machen. Ihr habt jetzt diese Mischung, macht die ins Glas, die hält sich im Kühlschrank einige Wochen. Ansonsten damit einfach, ja, Esslöffel, 2 Esslöffel, 3 Esslöffel, je nach Geschmack, mit saurer Sahne anrühren. Das werde ich jetzt gleich machen. Ich habe nämlich noch saure Sahne da. Probiere ich mal mit einem Cracker, wie das für euch schmeckt. Und wir werden das jetzt auch gleich als Pesto für die Nudeln machen. Mit Öl anbraten. Nudeln bereite ich jetzt kurz vor. Wir sehen uns in 2 Minuten wieder. Ja, wie ihr seht, wir haben schon eine leckere Creme angerührt. Das ist Creme Fraiche. Da habe ich 2 Esslöffel von diesem Pulver reingemacht. Wir haben das auch schon mal so ins Glas gefüllt. Fürs Foto seht ihr gleich. Sieht ganz lecker aus und schmeckt auch richtig, richtig gut. Wir müssen so ein bisschen gucken nach dem Geschmack. Ich finde fast schon 2 Esslöffel für einen Becher Creme Fraiche zu viel. Jetzt allerdings machen wir die Pesto. Ihr seht, da ist auch noch echt jede Menge Material über hier in unserem Kessel. Und 3 Esslöffel kommen jetzt in heißes Öl. Das ist heißes Olivenöl, das habe ich jetzt schon angeheizt. Da mache ich jetzt einfach 3 Esslöffel rein, drehe es ein bisschen runter, damit es nicht anbrennt. Und nehme es einmal ganz runter, wird einmal kurz hier vermengt miteinander. Dann kommen
250 Gramm Nudeln etwa hinein. Ihr könnt auch noch Parmesan dazugeben, Nudelwasser und dann habt ihr ein Pesto für eure Nudeln. Es geht auch ohne Parmesan, aber mit Parmesan wird es natürlich auch schön cremig. So, wir haben jetzt also unsere trockene Pesto mit unseren Nudeln vermengt. Mich hat es jetzt gerade so ein bisschen erinnert an die Aglio Olio, meine Lieblingspasta, die wir übrigens auch schon hier im Wunderkessel zubereitet haben. Falls ihr wissen wollt, wie das geht, schaut mal in unseren Kanal. Da haben wir ganz viele tolle Rezepte und wenn ihr schon dabei seid, gleich abonnieren, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr auch immer eine Meldung, wenn es was Neues gibt. Ich guck mal, was das hier hergibt. Und das schmeckt richtig, richtig, richtig gut. Ich habe jetzt keinen Parmesan dran gemacht, aber alleine die Kombi mit dem Knoblauch, mit den roten, den getrockneten Tomaten, das ist wirklich außergewöhnlich gute Olivenöl, was wir hier benutzt haben. Das gibt dem Ganzen nochmal einen ordentlichen Geschmack. Cracker. Habe ich zwar eben schon probiert, aber noch nicht vor der Kamera. Lasse ich auch, glaube ich, besser sein. Ihr könnt euch vorstellen, dass das auch sehr, sehr gut schmeckt. Probiert das mal aus. Wie gesagt, das hält sich mehrere Wochen im Kühlschrank. Man kann es auch so verschenken. Ich finde es eine coole Sache. Super schnell gemacht. Die Zutaten hat man eigentlich schnell im Haus. Ich gehe jetzt essen. Guten Appetit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.